Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Reiskochen im Reistopf. Dazu benutzen wir 20 ml gutes kaltgepresstes Sonnenblumenöl. Dazu habe ich noch eine Zehe Knoblauch geschnitten. Das reicht meistens für 2 Tassen Reis, je nach Gusto. So, wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch paar Schinkenwürfelchen dazu gebe. Das gibt einen leckeren Geschmack zusätzlich. Der Knoblauch und die Schinkenwürfel ist einzigartig. Probiert's aus, ist der Hammer. So, jetzt könnt ihr hingehen und das Töpfchen, was da immer dabei ist, benutze, aber ich nehme immer dann so eine Tasse. Die fülle ich dann mit Reis. Also eine Tasse voll mit Reis und 2 Tassen Wasser. Das müsst ihr ausprobieren. Eventuell klein bisschen mehr. Ich habe es gern ein bisschen knackig. Da lasse ich das so. Wenn man es nicht ganz so fest haben möchte, dann lasst man ein klein bisschen Wasser weg. Also das müsst ihr nachher ausprobieren. Aber das passt immer. Also eine Tasse Reis, 2 Tassen Wasser. Vorzugsweise benutze ich jetzt noch ein bisschen Bergsalz. Nach Gusto natürlich. Normalerweise auf eine Tasse Reis sind etwa 200 Gramm, kommen dann 5 bis 6 Gramm Salz. Aber das müsst ihr dann sehen. Das könnt ihr auch später das Salz dran machen. Das ist egal. Und dann später abschmecke. So, da kommt unser Knoblauch, unser Öl und dann noch unsere Speckwürfel. Und das ist schon alles. Das mixt ihr nochmal gut durch. Und dann schließt ihr den Topf. Und wie ihr jetzt seht, das steht jetzt auf Warm halten. Dann drückt ihr das nach unten und dann geht das auf Kochen. Das dauert jetzt ungefähr allerhöchstens 3 bis 4 Minuten. Dann ist das gut. Wenn das schon so riecht, dann könnt ihr das schon wieder zurückschalten. Löst es aus. Aber normalerweise geht es auch von selbst aus. Also da braucht ihr gar keine Angst zu haben, dass das verbrennt. Aber wenn es schon riecht, kann man es schon aufmachen und dann ist schon gut. Also immer ein bisschen einfuchsen, dann klappt das auch. So, dann geht's weiter. Jetzt gehen wir hin und nehmen ein bisschen Essig. Das mache ich mit allem so. Das habe ich damals gelernt in der Karibik. Ich habe mal längere Zeit dort gelebt. Und die benutzen für alles Essig, für Salat, alles Mögliche, bevor man das waschen tut. Also in der Zeit, wo das jetzt ein bisschen kocht, tut ihr euren Reis waschen. 2-, 3-mal durchwaschen, aussiebe. Das Wasser könnt ihr dann auch für eure Blume benutze oder zum Blume gieße oder die Blätter besprühen. Oder es gibt sogar Leute, die machen das auf die Haut. Also ich schütte das jetzt nicht weg. Ich habe es an meine Blume gemacht. So, dann geht's gleich weiter. Wie ihr seht, es hat jetzt ausgeschaltet und es ist jetzt gerade so gut. Es ist nicht verbrannt, ist einwandfrei. Und wie gesagt, da muss man sich ein bisschen einfuchsen. Eventuell vorher mal abschalten und mal reinschauen. Das könnt ihr ruhig machen. Unser Reis ist jetzt gewaschen. Jetzt geht's weiter. Wir geben den Reis dazu, vermischen das. So, an der ganzen Sache ist nur wichtig, dass ihr das euch merkt. Eine Tasse Reis, 2 Tassen Wasser. Und je nach Gusto von der Härte her habt ihr es gern ein bisschen fester. Lasst ihr das so. Wenn ihr es nicht so fest haben möchtet, könntet ihr minimal noch Wasser dazugeben. Also, das tun wir jetzt nochmal vermischen. Deckel drauf. Kleiner Tipp, ihr könnt natürlich auch Butter anstatt Öl verwenden. Also es geht jetzt tatsächlich schneller, wie wenn ich das Video jetzt bespreche. Ja, dann Schalter runter, auf Cook, auf Kochen und schon geht's los. Ich habe Salz vergessen, noch ein bisschen Salz dabei mache. Nach Gusto. Und los geht's. Nach etwa 15 Minuten schaltet das Gerät auf warm. Also das schaltet jetzt nicht ganz ab, sondern das schaltet auf warm halte. Und was ich euch empfehle würde, lasst das noch ein bisschen auf warm stehen und dann holt ihr euch euren Reis heraus. So, also so lecker sieht es schon mal aus. Nochmal ein bisschen durchmische und vermische ich da jetzt so perfekt. Da ist ein bisschen knackig noch
Und so mag ich es gern. Also wie gesagt, mit der Wassermenge, wenn es euch zu knackig ist, ein bisschen mehr Wasser noch dazu mache, dann passt das. So, meine Leute, jetzt kommen wir zum Schluss. Wie ihr gesehen habt, ich habe das in eine kleine Tasse reingemacht, könnt aber auch eine Kaffeetasse nehmen oder was anderes. Und dann stülpt ihr das auf den Teller drauf. Das sieht das super aus, wenn ihr Gäste habt. Genau wie im China-Restaurant, nur dass es eben viel besser schmeckt. Bisschen garnieren noch. Und was will man mehr, Leute? Hammermäßig. Und das, was ich jetzt gemacht habe im Reistopf, könnt ihr natürlich auch im ganz normalen Topf machen. Und wenn ihr möchtet, dass ich davon noch ein Video mache, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Und ich sage da mal, abonnieren nicht vergessen, um weitere solche Videos nicht zu verpassen. Herzlichen Dank fürs Zusehen und tschüss. Bis bald.